die klassische Steckdosenleiste mit einem Ausschalter und dem schönen Geräusch. Die hat ausgedient. Heute muss keiner mehr unter den Tisch klettern, sondern es gibt die Möglichkeit, einfach mit eurem Smartphone quasi ein- und auszuschalten. Bieten viele Hersteller an, unter anderem auch Osram mit der Smart Plus Serie und das dazugehörige Gerät, den Plug, den wollen wir uns heute mal anschauen und nachher auch in unser Philips Hue-System einbinden. Ja, dann würde ich sagen, schauen wir uns das Ganze auch nochmal im Detail an. Und zwar habe ich mich für das Osram-System und gegen den China-Import entschieden, auch wenn ich weiß, dass der knapp unter 10 Euro schon zu kriegen ist, inklusive Versand sogar. Mein Osram hat hier quasi knapp über 20 Euro gekostet letzten Endes und das war Ende Dezember 2017. Was gibt es zu sagen? Das System unterstützt den Zigbee-Standard. Damit sind wir für Philips Hue gut gerüstet, aber auch Lightify von Osram selber oder das Telekom Magenta Smart Home unterstützt Zigbee, sodass ihr die Steckdose da quasi letzten Endes einbinden könnt. Das ist auch zwingend erforderlich, denn die Steckdose funktioniert nur mit einem Partner-Gateway. Das heißt, ihr braucht noch eine Zwischenlösung. Ihr könnt nicht die Steckdose direkt mit einer App verbinden und darüber schalten. Ja, die technischen Daten, 3680 Watt, das ist ungefähr das, was auch eine Verlängerungsschnur hat. Insofern passt das, glaube ich, ganz gut. Die Größe können wir hier sehen, ja, 60 mm mal 84 mm, das messen wir nachher nochmal nach. Aber jetzt packen wir, würde ich sagen, erstmal aus. So, los geht's, würde ich sagen. Gucken wir mal, wo ist das Ganze verklebt? Hier auf der Rückseite. Genau. Und dann schauen wir mal rein. Das ist erstmal eine Pappverpackung übrigens, ne? Also das finde ich erstmal sehr positiv. Und wie es aussieht, ist es auch hier drin. Ja, ist kein Plastik drin. Finde ich sehr gut. Das ist der Umwelt zuliebe. Gucken wir mal, wie sieht das hier raus. Ja, das vorne weg. Dann einfach den Plug rausnehmen. Und dann kann das hier auch schon weg, würde ich sagen. Stelle ich mal zusammen und tue ich es zur Seite. Was haben wir sonst noch? Bedienungsanleitung. Ja, oder ein Produktkatalog sieht das aus, da ist sonst nichts mehr drin. Kann man auch zur Seite. Sieht aus wie der Produktkatalog. Ja. Das sieht aus wie die Bedienungsanleitung, würde ich sagen. Mit Symbolen. Ja, genau. Die einzelnen Schritte erklärt, wie es funktioniert letzten Endes. Und dann haben wir hier noch, ich vermute mal, die Garantieerklärung. Ja, genau. Und noch ein Dokument. Weiß ich nicht. Brauchen wir nicht. Dann aber das Wichtigste eigentlich, die Steckdose an sich. Sieht erstmal gut verarbeitet aus, würde ich sagen. Macht einen guten Eindruck. Der Schalter, damit ihr auch manuell schalten könnt, wenn ihr mal die App nicht zur Hand habt. Und dann würde ich sagen, kommen wir jetzt auch schon zum Faktencheck. Ja, dann würde ich sagen, gucken wir mal, was das Ding wiegt und ob die Maße, die der Hersteller angegeben hat, stimmen. Erstmal das Gewicht, wenn wir die Waage anmachen. So, da haben wir ja, 131 Gramm. So, dann die Maße, 60 mm hatten wir vorhin, ne? Und das scheint zu stimmen. Ja, genau, das kommt hin. Dann gucken wir auch noch mal in die Tiefe. Also das, was aus der Steckdose raussteht, ungefähr 46 mm. Und das Ganze ja, ist ein bisschen länger. Und dann gucken wir noch mal vorsichtshalber, ob hier oben auch die Maße alle stimmen. Ja, 60 mm. Ja, das scheint zu stimmen, was der Hersteller uns da gesagt hat. Und wie wir das Ding jetzt noch anders ankriegen als nur hier über den Knopf, das wollen wir uns mit diesem kleinen Aufbau angucken. Und zwar habe ich links schon mal für euch meine Hue-App geöffnet auf dem Handy. Dann haben wir ganz normal unseren Plug natürlich, den brauchen wir. Und rechts habe ich ein kleines Szenario aufgemacht, damit man auch visualisieren kann, ob geschaltet ist oder nicht. Und zwar über die Lampe, die ihr da rechts unten seht. Das ist vielleicht etwas unkonventionell, aber ansonsten sehen wir ja nicht, ob Strom fließt. Oder eben nicht. So, dann machen wir mal den Plug hier in die Steckdosenleiste rein. Ja, bisschen schwierig, was ist denn das? Ja, so, jetzt ist drin. Dann die Lampe rein.
und dann einmal schalten über den Knopf. Super, funktioniert. Und jetzt gucken wir mal links in der App und da hat er auch schon die neue Lampe gefunden quasi. On-Off Plug-in Unit 1 nennt sich das hier. Das müsste das Richtige sein. Wenn das nicht oben automatisch auftaucht, einmal auf die Suche gehen, wie bei jeder anderen Lampe auch. Wenn das auch nicht funktioniert, könnt ihr mit dem Knopf durch ein langes gedrückt halten und es klickt dann, das Relais klickt dann, könnt ihr das Ganze zurücksetzen. Wenn das auch nicht funktioniert, einfach nur die UI-Base mal vom Strom trennen. Das hat bei mir auch geholfen beim Versuch, das einzurichten. Dann fügen wir jetzt einmal die Lampe dem Zimmer hinzu. Ich habe hier schon mal ein Testzimmer angelegt, We Love Tech. Dann fügen wir die mal dazu, damit wir sie gleich auch mal testweise schalten können. Dauert eine Sekunde. So, dann gehen wir mal auf die Räume. Und jetzt, wenn alles gut läuft, reicht schon ein Klick auf das Zimmer. Und das Licht leuchtet. Super, das hat geklappt. Ihr könnt das nicht dimmen, sondern es geht nur ein-aus. Also das heißt, keine Dimmfunktion in der UI-App, aber Zeitschaltung und so weiter und so fort, das funktioniert alles perfekt. Es geht halt nur an und aus. Und ob das Ganze mehr Energie verbraucht, wenn ihr jetzt den Plug zwischengesetzt habt, das wollen wir uns jetzt in der nächsten Sequenz mal anschauen. Jo, und das wollen wir relativ einfach messen. Und zwar habe ich hier so ein Energiekosten-Messgerät. Das wird nicht ganz genau sein, aber ich denke, für eine grobe Indikation wird es mal ausreichen. Und das klemmen wir jetzt hier einfach mal dazwischen. Ja, komm. So, erstmal zeigt es 0,0 an, wenn nichts drin ist. Das ist schon mal beruhigend. Jetzt mal die Dose rein. Na komm, Mensch. So, 0,0. Also wenn die Dose aus ist, und das ist sie ja jetzt, dann 0,0 würde ich sagen. Jetzt machen wir sie mal an. Ja, da schwankt so zwischen 0,0, 0,1, 0,2, 0,0. Ja, aber der Verbrauch, der hält sich, denke ich, absolut in Grenzen. Also da braucht ihr euch keine Gedanken machen, dass das jetzt irgendwelche Mehrkosten verursachen würde. Ja, und wenn man es wieder ausstellt, geht er auch wieder auf 0,0, obwohl er ja eigentlich im Standby ist und darauf wartet, eine Info zu kriegen, dass er wieder schalten soll. Und jetzt haben wir es in UI eingebunden und jetzt wollen wir natürlich noch ausprobieren, ob es auch mit Alexa funktioniert. Ja, und jetzt wollen wir ja die volle Funktionalität nutzen und nicht nur über den Knopf an- und ausschalten oder über die App, sondern auch über Alexa. Und das ist ja das Schöne, durch UI ist es relativ einfach eingebunden. Und wir brauchen nur sagen, Alexa, We Love Tech an. Okay. Und dann haben wir es quasi eingeschaltet und können es natürlich auch wieder ausschalten mit dem Alexa We Love Tech aus. Okay. Zum Abschluss wie immer noch ein kleines Fazit. Insgesamt ist das Gerät, würde ich sagen, gut verarbeitet. Das Einzige, was mir nicht so gut gefallen hat, ist die Entgratung außenrum um den einen Ausschalter. Ich weiß nicht, ob man das hier erkennen kann. Die ist nicht ganz sauber gearbeitet. Und das ist nicht scharfkantig oder sowas, aber das ist nicht perfekt, würde ich denken. Das mag nur bei meinem Exemplar jetzt so sein und vielleicht bei eurem ist es dann auch gut. Ja, die Einbindung in Alexa und Philips Hue, die hat wunderbar funktioniert. Das haben wir vorhin gesehen. Man muss berücksichtigen, dass man nur ein ausschalten kann und nicht dimmen kann. Und die Bauhöhe mit 47 mm, je nachdem, wenn ihr hinterm Schrank verbauen wollt, dann muss man das einfach berücksichtigen, dass das die Steckdosentiefe nochmal erhöht. Wenn ihr mögt, unten auf Abonnieren klicken, einen Kommentar da lassen oder auf Like klicken. Und ansonsten danke ich euch fürs Zusehen und sage Alexa, Kamera aus. Okay.